Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bedeutung der freien Berufe wurde ja durch meine Vorrednerinnen bereits hervorgehoben. Und ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch mal gerne ergänzen, dass der Verband der freien Berufe aus seinem Selbstverständnis heraus die Gemeinwohlorientierung als eine der tragenden Grundprinzipien der Freiberuflichkeit hervorhebt. Und das nicht ohne Grund. Denn es ist nicht verwunderlich, dass die Initiativen der freien Berufe zur Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt beitragen. So engagieren sich beispielsweise die kassenärztlichen Vereinigungen in Nordrhein-Westfalen und alle Heilberufskammern bei der Versorgung von Flüchtlingen und bei der sozialen und beruflichen Integration. Die gesellschaftliche Verantwortung wird also erkannt und übernommen, und dafür möchte ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen. Wenn ich auf die letzten 4 Jahre zurückblicke, Herr Wüst, auf die Debatten in diesem Hohen Hause, die Wirtschaftspolitik betreffend, bestand bis auf die gestern wieder oder auch in Ihrem Beitrag aufgewärmten Evergreens, Tariftreue und Vergabegesetz immer ganz vorangestellt, immer Konsens im Bereich, es gab immer Konsens im Bereich Handwerk, Herr Wüst, und auch Konsens im Bereich Förderung der freien Berufe. Und ich denke mir, dass wir diesen Konsens auch nicht aufkündigen werden. Denn es ist heute genau ein Jahr her, dass wir hier an dieser Stelle fraktionsübergreifend einen Antrag verarbeitet und verabschiedet haben, in dem wir die Unterstützung der freien Berufe nach vorne gestellt haben. Und gemeinsam haben wir verabredet, dass wir uns dafür einsetzen, auch zukünftig die Qualität der Dienstleistungen und die Ausbildung im bisherigen Maße weiterzuführen. Und ich habe noch mal im Plenarprotokoll nachgelesen und muss sagen, dass die damalige Analyse meiner Kollegin Schneckenburger bezüglich der Risiken aus Freihandelsabkommen wie TTIP oder TISA auch immer noch richtig sind. Und ebenso teile ich auch die Einschätzung des Verbandes der freien Berufe in dieser Angelegenheit. Ich zitiere, denn nach wie vor ist nicht gesichert, dass die Schutzvorschriften für Kunden, Mandanten und Patienten, der kontinentaleuropäische präventive Rechtsansatz oder auch hohe Ausbildungsstandards erhalten bleiben. Und ganz, um das ganz deutlich zu sagen, Reglementierung dürfen nicht alleine aus traditionellen Gründen aufrechterhalten werden, sondern bedürfen einer regelmäßigen Prüfung, ob sie noch zeitgemäß sind, ob ihre positiven Auswirkungen die Beschränkungen noch rechtfertigen. Doch um die große Bedeutung der freien Berufe für Nordrhein-Westfalen zu erhalten, dürfen wir ihre Leistungsfähigkeit nicht gefährden. Denn die freien Berufe haben wegen ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer Eigenständigkeit und des Willens zur persönlichen Verantwortung eine große Bedeutung in unserem Land, insbesondere für die flächendeckende Versorgung der Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel in dem Bereich der Medizin. Und sie sind quasi Garant der Daseinsvorsorge. Und laut einer Studie aus dem letzten Jahr des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn weist das Gründungsgeschehen seit 2012 eine steigende Tendenz aus. Und eine große Bedeutung haben dabei die urbanen Räume. Den vordersten Platz belegt dabei Bonn. Doch die genauere Analyse, warum und wieso bestimmte Städte bevorzugt werden, welche Probleme es in den ländlichen Räumen gibt, wird auch in dieser Studie aus 2015 nicht beantwortet. Und es wird der Hinweis gegeben, es fehlt das Datenmaterial. Und deshalb, Herr Wüst, ist es auch keine Arroganz, die Sie der Landesregierung unterstellen, sondern es findet ja auch der Hinweis statt in der Beantwortung dieser Anfrage, es fehlt an einigen Stellen schlichtweg fundiertes Datenmaterial. Es ist unvollständig. Und deshalb sollten wir zukünftig überlegen, wie wir uns an der einen oder anderen Stelle die Datenerhebung zu intensivieren, um damit die vorhandenen Förderinstrumente anschärfen zu können und auch die tatsächlichen Bedürfnisse besser zu erfassen und auch Förderinstrumente daraufhin anzupassen. Ja, doch insgesamt zeigen die Antworten der Landesregierung, dass sie die Bedeutung der freien Berufe für Nordrhein-Westfalen nicht nur erkannt hat, sondern auch, dass sie durch ihre Politik aktiv fördert und unterstützt. Und sie kommt ihrer Verpflichtung aus Artikel 25 der Landesverfassung nach. Und ich habe aufgrund der Erfahrungen, Herr Wüst, zumindest die Hoffnung, dass wir in dieser Sache vielleicht weiterhin an einem Strang ziehen. Deshalb finde ich
Ihren Vorschlag so zielführend, und denn wir brauchen verbessertes Datenmaterial und dann auch vielleicht weiterhin gemeinsam zu besseren Fördermöglichkeiten und Perspektiven der freien Berufe in Nordrhein-Westfalen kommen zu können. Herzlichen Dank.